Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 2. Gut, wir haben gerade festgestellt, dass in Gecko eigentlich nur nette Ghule leben, die gar nichts Böses wollen mit Bunkerstadt. Ja, Bunkerstadt, nicht denn, ich weiß. Auf jeden Fall müssen wir die jetzt davon überzeugen, dass die Leutchen eigentlich gar nichts Böses wollen. Die brauchen nur einen Regulator für ihr Kraftwerk und dann können alle in Frieden koexistieren. So, zumindest habe ich das verstanden. Warte mal, wir rasten mal bis zum Morgen, sonst raste ich hier aus. Bis zum Morgen. Netter Ort, wenn man mit den Gesetzen klarkommt. Ja, ja, das sagen sie immer, ne? Die Regulatoren, die sind ja auch voll nett gewesen. Wenn man mit den Gesetzen auskommt, kam ich jetzt nicht so. Aber, ja. Jeden das seine. Guten Tag, Bürger. Moin. Ich muss ganz durch. Warte mal. Ich werde auf jeden Fall mal speichern vorher. Zack, zack. Weil ich kann mir schon denken, dass das nicht so läuft, wie ich das möchte. Die haben bestimmt was dagegen, dass sie irgendwelche Ersatzteile an die Ghule abgeben. Weil so wie ich das verstanden habe, ist die gute, wie hieße die Chefin nochmal? Naja, auf jeden Fall ist die so ziemlich gegen die Ghule. Irgendwie sind alle gegen Ghule, ich verstehe das nicht. Ich meine, Tenpenny, das war eine andere Geschichte, wenn ihr euch erinnert, in Fallout 3, aber... Ich verstehe das nicht. Ein Outsider? Wie drollig. Ja, sehr drollig. Hm. Was willst du schon wieder hier? Was willst du hier schon wieder? Ich bin der Assistent der Erstbürgerin. Bla 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 bla. So, so, ich muss jetzt gehen. Warte mal, muss ich das nicht hier klären bei ihm? Warte mal, nochmal. Darf ich dich ein paar Sachen fragen? Nein. Egal. Tschüss. Nee, das musst du sie entscheiden, ne? Ja, was ist denn? Okay, wegen dem Kraftwerk in Gecko. Hast du das Problem gelöst? Ich habe herausgefunden, dass sie für einen schadstofffreien Betrieb des Kraftwerks einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator brauchen. Du hast das Problem also nicht gelöst. Ja, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr hier so eins in Bunkerstadt. Das nötige Ersatzteil, das ich für die Reparatur des Kraftwerks brauche. Na und? Das ist nur eine vorübergehende Lösung. Du sollst das Problem ein für allemal aus der Welt schaffen, nicht ihr Kraftwerk reparieren. Ist das klar? Aber du hast gesagt, ich soll das Kraftwerk reparieren und nicht Gecko von dem Erdboden gleich machen. Jetzt habe ich genug von deiner Dummheit. Dein Aufenthaltsrecht in Bunkerstadt ist abgelaufen. Die Wachen werden dich ans Eingangstor... Warum? Lass die Wachen da raus. Ich gehe schon von selbst. Du blöde Kuh! Warum? Jetzt ernsthaft, warum ist Lynette so eine blöde Zippe? Die kann mich doch nicht hier rausschmeißen, nur weil ich den Leuten helfen will. Was heißt den Leuten? Ich will eigentlich allen helfen, ich will auch den Ghulen hier. Kann ich rein? Mach, dass du wegkommst. Ey, ihr könnt mich mal kreuzweise. Was habt ihr für Probleme? Habt ihr Schmerzen oder so? Wollt ihr Schmerzen? Ich beklau die jetzt. So, zack. Was hast du denn einstecken? Ziege. Mentats, kein Wunder, dass du so unentspannt bist. Meine Fresse. Sind die alle auf Droge hier, oder? Sag mal, wie? Wie mache ich das denn? Warte mal. Habe ich hier noch jemanden zum Quatschen? Wer bist du denn? Stadtrat McClure. Ja, gab es da noch etwas, was du wolltest? Ich wollte dir ein paar Fragen stellen. Was würdest du gerne wissen? Oh, ich denke, dass du vielleicht einen Gegenstand hast, der Geckos Kraftwerk in Ordnung bringen kann. Was meinst du damit? Wenn ich einen hydroelektrischen magnetsphärischen Regulator hätte, könnte ich deren Kraftwerk wieder sauber zum Laufen kriegen. Hm, das ist eine annehmbare Lösung. Das Strahlungsgift zu stoppen ist das Einzige, was mir wichtig ist. Hm. Ich bin besorgt, dass Lynette mir die Staatsbürgerschaft verweigern wird, falls ich das Werk in Ordnung bringe. Falls du deren Werk in Ordnung bringst, gebe ich dir die Staatsbürgerschaft und da kann sie verdammt nochmal nichts dagegen tun. Na wunderbar, wo kann ich das Teil denn herbekommen? Geh zu Randall, dem Chef des Büros der Annehmlichkeiten, er wird das Teil vorrätig haben. Da gibt's noch was, vielleicht interessiert dich diese Wirtschaftsdatendisk. Entschuldigung, eine Wirtschaftsdatendisk? Was meinst du damit? Es ist eine Wirtschaftsdiskette, die Energiemenge anzeigt, die Geckos Atomkraftwerk vor dem Krieg produzierte und wieder produzieren könnte. Ich verstehe. Nun, was hat sie mit mir zu tun? Nun, so wie ich das verstehe, kann nur der Bunkerstadt-Stromgenerator so viele Menschen versorgen. Tatsächlich nähert er sich schon seiner Grenze.
Ich werde dich nicht fragen, wie du zu diesen Informationen gekommen bist, aber falls sie weißt, was schlägst du vor? Die Diskette zeigt an, dass es möglich ist, genug Energie auch für Bunkerstadt zu produzieren, wenn erstmal das Gecko-Kraftwerk in Ordnung ist. Es scheint, als ob der Reaktor aber erst einmal optimiert werden müsste. Schlägst du vor, wir besetzen Gecko und nehmen deren Kraftwerk? Ich werde nicht... Nein. Falls Gecko die Optimalisierungsdaten für deren Werk erhalten würde, wette ich, dass sie gewillt sind, ihre Überschussenergie für medizinischen Dienst, zu verkaufen. Genau. Was den medizinischen Dienst betrifft, stehe ich der Einigung mit den Ghouls nicht ablehnend gegenüber. Sie haben auf jeden Fall genug erlitten. Aber wie können wir deren Werk optimieren? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich mit jemandem reden, wenn das Werk erstmal repariert ist. Ich habe keine Einwände zu deinem Vorschlag. Falls du Möglichkeiten zur Optimierung des Werks finden kannst, lass es mich wissen. Okay, ich werde das Teil von Randall holen und schauen, dass ich den Reaktor zuerst repariere. Ich werde die Wirtschaftsdiskette behalten und sie genauer untersuchen. Vielleicht kann ich den Rat überzeugen, mit Gecko in Verhandlungen für ihre Energie zu treten. Die Datendiskette wäre dafür ein sehr gutes Argument. Das verstehe ich, danke. Hey, cool, der ist ja voll in Ordnung. McClure. 750 Erfahrungspunkte auch noch. Ja, die olle Zibbidi ist da nicht so erfreut, ne? Weiß. Aber der Kleidung. Gregory. Wo ist jetzt Randall? Lynette. Wo ist jetzt nochmal... Warte mal. Ja, löse das Problem in Gecko. Was ist nochmal dieser Vogel jetzt? Wer bist du nochmal? Du bist ein Barkeeper. Ja, der Arsch, der so blasiert ist. So ein blasierter Arsch. Das war auch nicht hier, ne? Mit diesem Fuzzi. Ne, das war da unten irgendwo. War das nicht einer der Versorgungsgüter? Ach so, doch, das war der bei dem Shop unten, nicht wahr? Bei dem ich nur als Bürger einkaufen konnte. Hey, wenn ich dann meine Staatsbürgerschaft hier bekomme, dann war das ja richtig, richtig erfolgreich. Was ich da so gemacht habe. Das ist ja der Wahnsinn. So, wo liegt das... Was liegt dir auf dem Herzen? Stadtrat McClure meinte, ich könnte bei dir einen hydroelektrischen Magnetosphärenregulator bekommen. Ja, er sagte sowas von wegen, dass du hier vorbeikommen würdest. Bruga, stimmt's? Warte einen Augenblick, ich hab... was? Ich hol dir die hydroelektrischen Magneto, den Hi-Mac. Alles klar. Yes, wir haben's, Leute. Okay, hier, bitteschön, ein Hi-Mac. Sieht ein bisschen wie eine Lavalampe aus, findest du nicht? Vorsicht, nicht fallen lassen, ist ziemlich empfindlich, das gute Stück. Okay. Alles klar, danke für das Teil. Ich sag nichts von Gecko, Leute. Ich sag jetzt nichts von Gecko. So, speichern wir nochmal. Zack. Am Ende gibt das mir nicht, wenn ich was von Gecko erzähle. Ich wollte auch noch was. Correction Center. Ich guck mal da ganz kurz. Was habt ihr für... Was machen die mit den Leuten, sag mal? Stark. Sergeant Stark. Warst du das mit Cassidy's Bar? Vielleicht hat dir dein Freund Cassidy nicht verraten, dass er verbotene Substanzen in seinem Haus hatte und dass seine Lizenz für den Alkoholausschank ausgelaufen war. Hast du vergessen, das deinem Freund hier mitzuteilen, Cassidy? Cassidy sagte, er hätte für alles bezahlt und er hat trotzdem eine Razzia in seinem Lokal durchgeführt. Cassidy hat sich des Alkoholbesitzes ohne Lizenz schuldig gemacht. Wenn ihm das nicht passt, kann er Bunkerstadt ja verlassen. So einfach ist das. Oh, na gut. Ich habe noch einige weitere Fragen. Wegen diesen Gangstern. Ja, was ist mit ihnen? Ja, ich habe da noch ein paar Fragen. Na gut. Ich muss diese Gangster ja noch finden, ne? Das war auch noch eine Quest. Ach Gott, Leute, ich sollte mir echt Notizen machen. Finde ich ein bisschen schade, dass man hier so spärliche Informationen nur hat. Also wenn man länger nicht dran ist, so wie ich jetzt, mal eine ganze Woche nicht, dann ist das ziemlich blöde. Nun gut, kannst du nichts machen. Und warum die Türen immer zugehen, das weiß ich auch nicht. Kann man auch nichts machen, ne? Können sie ja auflassen. Ich bin ja Ehrenbürger. Ich darf das. Alles klar. Wir gehen mal zurück zu Gecko. Beziehungsweise schaue ich mich ganz kurz im Norden noch um. Vielleicht finden wir da was. Diese Banditen. Ich glaube ja nicht, dass Gecko das ist. Die sind eigentlich recht friedlich, diese Ghule, haben wir schon gemerkt, ne? Oh Gott, nicht Zufallsbegegnungen, bitte. Was seid ihr für Haufen? Ey, ein Ghul? Er ist unser Gebiet. Ach du Scheiße. Fatz. Fatz. Au.
Ach du Elend. Hey. Yes, er hat ihn weggefetzt. Au. Lass mal Vic in Ruhe. Warum werde ich jetzt... Nee, war ich gar nicht. 25! Ach du Scheiße. Leute, ich lade das nochmal. Ja, ja, ja. Aha. Yes, wir sind zerfetzen. Einfach zerfetzt. Ich glaube, das kann ich neu laden. Das wird so nix. Er hat auszuschießen. Au. Ihr sollt aufhören, Vic zu boxen. Was macht er denn? Wirft er was? Du Tier! Ey. Sehr schön, lad mal nach. 37. Ach du Scheiße. Schwer verwundet. Ja. Au. Sag mal. 9. Ihr sollt aufhören, Vic zu hauen. Was machen die denn? Die werfen mit Wurfmessern oder was? Au. Guck mal, die sind alle schon so verletzt, dass sie wegrennen. Das bringt euch aber nichts. Wie sie platzen, ich find's so schön. Oh nein. Na toll. Er ist auch tot. Ich kann nicht ins Inventar. Oh Mann. Weg. Es darf keiner von euch sterben. Ich übrigens auch nicht. Ich find's übrigens sehr schlecht, dass... ja, dass Cassidy... Ja. Hör mal auf Cassidy zu hauen jetzt. Ja, gut, dass ich ihm ein paar Stimpacks gegeben habe. Warum macht er eigentlich immer diese Salven? Ich fände es, glaube ich, besser. Ja, unverletzt. Yes. Oh, bloß nicht. Warum schießt er auf seinen eigenen Kumpel? Tötet bloß nicht weg. Au. Jawoll. Ich fände es besser, wenn er nicht die ganze Zeit so schießen würde. Ist er tot? Nö. Jetzt ist er tot. Bitte nicht wegtöten. Oh Gott. Nicht wegtöten. Oh, sehr gut. Okay, ich wollte nicht dahin laufen. Bloß nicht Vic umbringen, Kinder. Oh, Mann. Jawohl. Oh, nein. Wenn er jetzt stirbt, das wäre ärgerlich. Kann ich gerade nochmal neu laden. Schwer verwundet, so gut wie tot. Ja! Sehr cool. Weg, komm her. Komm, mach ihn kalt, Cassie. Jawoll. Jawollo. Ach komm. Den knallt er jetzt ab, Kinder. Wie halt verfehlt. Ja, geil. Wir haben es geschafft. Das war ein harter Kampf, du. Das war ein richtig harter Kampf. Und die haben richtig Geld dabei. Ach, die haben Steine geworfen. Jetzt verstehe ich das. Ja gut, wie gut, dass Steine kaum Schaden machen, du. Na gut, ich könnte ja eigentlich alles nehmen. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Habt ihr mir schon mal gesteckt, dass ich auch alles nehmen könnte einfach? Ja, ich weiß. Ich bin nur noch ein bisschen auf den ersten Teil getrimmt. Ja. Warum müsst ihr auch immer irgendwo im Gebüsch sterben, bitte? Könnt ihr das nicht mal... Oh. Könnt ihr das nicht mal frei im Feld tun, so wie die meisten von euch? Das finde ich voll zuvorkommend. So. Da liegt noch einer, ne? Ich finde es ja krass, wie alle meine Leute einfach so überlebt haben.
So, wir rasten mal, bis alle geheilt sind, oder? Zur Heilung der Gruppe. Ja, die Zeit nehmen wir uns jetzt. Es dauert zwar ein bisschen. Schade, dass man das nicht vorspulen kann. Also ich meine schnell, ganz, ganz schnell. Dauert halt ein bisschen, ne? Ich würde gerne mal wissen, was wir alles noch verpasst haben in Bunkerstadt. War es das? Hallo? Hallo? Oh Gott, das geht jetzt die ganze Zeit, bis die alle geheilt sind, oder? Wie schaut's denn aus bei euch, Jungs? Was du wollen? Was du wollen? 85 von 85? Was für Punkte die haben, ne? Das ist der Wahnsinn. Cassidy. Ja? Was hast du denn? 80 von 80? Dann müsste Vic ja noch angeschlagen sein, oder? Kampfkontrolle. Okay, der hat noch ein bisschen was abgekriegt. Ich glaube, Vic war kurz vorm Tod. Dann gebe ich ihm mal ein paar Stimpacks. Du hast ja die Magnum, oder? Nee, warte mal, was hast denn du für eine Knarre eigentlich? Du hast doch diese Magnum. 10mm Pistole. Achso, warte, dann gebe ich dir mal die Munition, die ich bekommen habe. Ach nee, warte mal. So, entladen. Nein. Entladen. Tauschen. Bitteschön. Ach, guck mal, das ist das hydroelektrische Teil. Ah, alles klar. Was hat ein Zalik nochmal? Oder Sulik? Was du wollen. Was du wollen. Diese Stimme. Ach, das 10mm MG, ne? Und er hat noch eine Menge Munition dafür, dann passt das ja. Ah, ich habe noch das Dienst Electronics. Warte. Nutzen wir mal. Und ich habe meine Reparaturenfertigkeit geskillt. Gelber Sicherheitsschlüssel. Ich habe noch so viel Kram, Mensch. Oh, ich habe auch noch ein Erste-Hilfe-Buch. Na, sowas. Alles Gewicht. Alles Gewicht. Ja, guck mal, das wiegt 5 Pfund. Ernsthaft. Ach so. Und hier, der Edel Kantholz wollte mich verarschen. Er hat gesagt, ich soll doch Cassidy mal ein bisschen... bisschen Dingenskirchen hier geben, ne? Bisschen Jet. Das hätte ihn umgebracht. Du Arsch. Ja, ja. Ist da noch was? Nein. Nein. Da ist nichts mehr in Gecko. Na komm. Gehen wir nach Gecko. Zum... Shrubplatz. Oh. Was ist das? Was quietscht da so? Eine Tür. Nein, das wollte ich nicht. Karte. Okay. Ach so, ich soll ihm ja Werkzeug bringen. Das Superwerkzeug habe ich aber nicht. Wem sollte ich jetzt nochmal... Ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich den Generator selbst repariere oder... Ne, wie war das? Ich meine, ich konnte mich entscheiden. Ich gehe mal kurz zum Generator. Kann ich da überhaupt rein jetzt ohne Probleme oder werde ich dann geschlachtet? Ne, ich kann einfach rein. Cool. Ghoul meine ich, nicht cool. Hallo. Wenn was schief läuft, bist du dran. Ich kann dich einfach mal beklauen. Du, 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 du. Oh Gott, der hat ganz viele Sicherheitsschlüssel. Oh nein. Es tut mir leid. Ich höre schon auf, ja? Ich wollte nur mal gucken. Ich wollte nur mal gucken. So, dankeschön. Ja, man wird ja mal gucken dürfen, oder? Ich will mich nur und irgendwelche Sicherheitsschlüssel holen müssen. Deswegen klaue ich mir die einfach und nutze dann selbst. Danke. Was ist das denn? Bildschirm. Ja. Hallo Freundchen. Ich will dir nur sagen, wenn was schief läuft, werden alle Nicht-Ghouls wie du dafür büßen. Ich werde vorsichtig sein, ich suche was. Vielleicht kannst du mir sagen, wo ich es finde. Und was suchst du? Den Reaktorkontrollraum, den Versorgungsraum, den Roboterkontrollraum oder den Reaktorkern? Reaktorkontrollraum? Zum Reaktorkontrollraum gehst du durch die Tür, rechts von der Tür. Du
durch die du in das Gebäude gekommen bist. Dann gehst du am Ende durch eine Tür, vorbei an der gelben Sicherheitstür und dann rechts. Für die Sicherheitstür brauchst du allerdings eine Keycard. Ich brauche eine Keycard? Wo bekomme ich die her? Ich glaube, Jeremy hat einen Schlüssel. Die Wächter an den Sicherheitstüren haben Schlüssel und einige der Leute, die hier im Reaktor wohnen. Die wohnen hier? Na gut, danke. Ist klar. Na, wenn die hier wohnen, ist das schön. Zip, zip, zip. Okay, wo muss ich denn da? Oh, guck mal, das sind lauter. Ne, das sind keine Spinde. Schade. Ernsthaft, die Leute wohnen hier? Verdammtes Rheuma. Er rennt hier rum wie so ein junger Kerl und sagt, verdammtes Rheuma, ne? So, Kinder, wie sieht's denn aus? Hört sich ja alles sehr baufällig an hier. Guck mal, das ist ein Regal. Natürlich muss ich erstmal an meine eigene Bereicherung denken. Seine Haut ist stark verbrannt. Oha. Oha. Bleib mal stehen, Kumpel. Nein! Nicht schießen! Du Tier! Warum sagst du mir zu dir? Zu mir, du Tier, zu mir. Du Tier. Och nein. Ach scheiße. Komm, Kumpel, ich will doch nur dein SMG haben. So. Ach, meine Fresse. Ich find's so anstrengend mit Diebstahl. Ja, ich weiß, ich bin auch anstrengend, weil ich Diebstahl so oft nutze. Aber warum habe ich das denn geskillt? Ist doch scheiße. Da guck, das meine ich. Ist doch scheiße. Kinder, ich klau mir jetzt das Stimpack. Wenn ich das hab, ist fertig. Ist fertig. Danke. Meine Güte. So. Was ist das für ein Honk? Gehen die Türen jetzt wieder hinter mir zu? Ich finde das. Nee. Ich finde das nämlich immer dumm, wenn die das machen. Das war im Bruderschaftsbunker so. Das fand ich echt blöde. Hallo. Ein Tag ohne Leck ist wie ein Tag ohne Sonnenschein. Naja. Aber diese Geräusche hier, die sind echt auch blöde. Der sieht irgendwie anders aus, dieser Ghoul. Okay. Ey. Cass. Geh mal einen Schritt zurück. Ja. Verdammt, ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Ja, mach mal. Schau dir das Glühen an. Kannst du es sehen? Oh, der hat ja gar nichts dabei. Hast du was dagegen, wenn ich eure Spinne mal ein bisschen erleichtere um ihren Inhalt? Ne? Weiß man nicht, ne? Oh, die haben eine Käsecracker oder was das ist. Ja, nur Krams. Da ist kilometerbreite Wirbelstürme. Oh Gott, dieses Geräusch hier immer. Oh, guck mal, die haben hier ganz viel Kram. Hätten sie Kram, wäre da ganz viel Kram drin. Die haben gar nichts. Ist ja langweilig. Also, ich meine, hier haben sie recht wenig, aber in Fallout 3... Oh, das ist Trockenfleisch, ne? Ja, komm. In Fallout 3 übertreiben sie es ja ein bisschen, was das angeht. Da findet man echt überall Scheiß. Oder New Vegas. Das heißt, einfach mal den moderneren Fallout teilen. Und ich könnte wetten, in Fallout 4 ist es genauso. Da findet man allerhand Shit. Der ganze Shit. Na, gib mir euren Shit. Jetzt. Oh Gott, geht mir aus dem Weg! Sonic! Komm her von diesen doofen Karten. Ich verstehe den Sinn dahinter auch nicht. Warum haben die das nicht dann wirklich spielbar gemacht? Oh, Bücher. Das ist der Generator, oder? Habt ihr Jungs was zu sagen, oder seid ihr alle wieder... Ja, recht uninteressant, ne? Dollar an sich werde ich jetzt auch nicht mehr klauen, das ist... Oder doch? Ach Mann. Schnell wegwackeln. Das habe ich ja schon geholt, die Bücher, oder? Ja. Möchte ich das auch nicht mehr machen. Gut. Ich will auf jeden Fall noch den Generator irgendwie reparieren. Spinnt auf. Oh. Ist
Da hab ich die schon zweimal, die Keycard. Hört auch nichts. Wie kann man nur in so einem Reaktor leben? Es ist viel zu laut, ey. Es ist doch viel zu laut, um hier zu leben, oder? Also für mich wäre das echt eine Qual. Ich stehe ja nicht so auf Lautstärke. Flüsterleise brauche ich's. Oh ja. Blauer Key. Die haben sie wahrscheinlich gerade wiederverwertet aus Teil 1 noch, als wir den für den Bruderschaftsbunker brauchten. So. Jetzt wird's happig, weil wahrscheinlich kann ich jetzt auch was verhauen beim Reparieren. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass da was schief gehen kann bei und dann fliegt ja alles in die Luft und dann bin ich der Böse. Hallo. Ach Mann. Gib mir doch einfach. Gib her. Gib mir das. Gib mir das. Oh. Ihr könnt mir eure Stimpacks doch auch einfach schenken als Freundschaftsangebot. Finde ich ja furchtbar, dass die immer gleich so aggro werden. Hallo? Scheint verschlossen zu sein. Okay, dann. Muss ich wahrscheinlich eine Keycard nutzen, eine gelbe, schätze ich mal. Ach. Leck mich doch am Ärmel. 28. Ja gut, ich meine, von der Entfernung eine Maschinengewehrsalve, da ich die überhaupt überlebe, ist schon ein Wunder. Danke. Na gut, dann probieren wir es halt mal anders. Nein, nicht schießen. Nicht, was ihr jetzt denkt. So, ich habe ja eine Keycard bekommen. Die Tür ist auf. Gut. So, Jungs, wenn ihr jetzt was dagegen habt, dass ich mich hier... Ja, danke. Ich dachte schon, die schießen jetzt auf mich, weil ich hier einfach so durchmarschiere mit einer Keycard. Oh, es wird immer happiger, da brauche ich halt die nächste Stufe der Keycards. Wow. Habt ihr gut versteckt, die Dinger. Dass auch bloß keiner reinkommt, ne? Ihr seid mir schon Füchse, du. Ihr seid mir Füchse. Ich find's auch ein bisschen blöd. Oh. Ach. So eine Kacke. Ich find's ein bisschen blöd, dass man die nicht automatisch benutzt, die Keycards, dass man da jedes Mal in die Tasche greifen muss. Hat er gerade geschifft? So, anwenden. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen befremdlich, dass man die ganze Zeit die Keycards rauspacken muss. Das Uranium geht uns allmählich aus. Ist schlecht. Die Waffen auch, habe ich gehört. Ja, ja, immer dieses Uranium, ne? Ach, Mann. Warum rennst du weg? Hallo? Verstehe ich nicht. Ich wollte nur deine Knarre haben. So. Hallo. Das mit dem Diebstahl, das werde ich, wenn ich echt nochmal sowas spiele, dann lasse ich das, ne? Also, ich meine, das Skillen, das hat überhaupt keinen Sinn. Wow. Du, ernsthaft, du marschierst da durch und die Türen gehen auf. Wenn ich das mache, gehen sie wieder zu, oder wie? Oha. Ja, was mache ich denn? Nimm alles. Was? Das wird so nichts? Natürlich. Oh, da ist ja noch so einer. Hallo, Gudi. Ein Tag ohne Leck ist wie ein Tag ohne Sonnenschein. Ohne Sonnenschwein. Gut, komm, da kann ich rein. Du solltest besser hier drinnen aufpassen. So. Ich fände es viel besser, wenn es einfach immer so ginge, dass man einmal einen Spielstand... Ach Mann. Festlegt, wollte ich sagen, und dann nicht andauernd in dieses dumme Menü hier muss. Das fände ich echt viel besser. Was meint ihr, wie flott das ging mit Quicksave und Quickload? Wahrscheinlich wollten sie genau das damit verhindern. Dass man andauernd Leute beklaut. Ja, ich werde es jetzt lassen, komm. Ich lasse es jetzt einfach. Versprochen. Wow, habt ihr echt zwei Türen hintereinander? Ihr seid ja... So.
Ach du, schönes Fall hast du da, genau das, was wir brauchen. Danke, mir gefällt's auch. Tschüss. Ich mach das selbst. Probier's einfach mal, oder? Ein funktionsfähiges Terminal. Hallo, willkommen im RWR RST, Station 3. RWR RST? Reaktor-, Wartungs- und Reparaturroboter Steuerungsterminal. Funktion? Mit diesem Terminal kann man einen Reaktor-, Wartungs- und Reparaturroboter steuern und koordinieren. Ein Roboter? Mal sehen, was ich dazu herausfinde. Okay, funktioneller Zugriffscode? Funktion? Ja, okay. Aktion? Dieses Terminal ist zum Eingeben von Befehlen für die Wartungs- und Reparatureinheit des Roboters, die dem Poseidon-Ölreaktor Nummer 5 zugewiesen ist. Und man hat außerdem Zugriff auf Poseido.net. Oder Poseidon.net. Ein Roboter? Ja. Aktionscode, falscher Sicherheitscode. Hoppla. Was? Suchvorgang. Update zum Serviceverfahren ist nicht lokal verfügbar. Wartungssequenz für Kühlung initialisieren. Nee, abmelden. Ich melde erstmal ab. Achso. Dritter funktioneller Zugriffscode akzeptiert. Ah, okay. RW und RR-Einheit wird hochgefahren. Einheit ist bereit. Serviceverfahren. Allgemeine Wartungssequenz. Wartungssequenz für Kühlung. Reinigungssequenz. Reparatursequenz initialisieren. Reparaturservice initialisiert. Suchvorgang. Hydroelektrischer Magnetosphärenregulator erforderlich. Vorbereitung für Wechsel zum Hauptkühlventil für das Auswechseln von Teilen. Teil in die Übertragungsvorrichtung unter dem Terminal einsetzen. Ah, das muss dieses Ding hier sein. Blablabla. HiMac akzeptiert. Scanvorgang. Teil innerhalb der normalen nominalen QA-Beschränkungen. Übertragung und Reparatureinheit abgeschlossen. Fortfahren? Yep. Ausrollen der RW- und RR-Einheit eingeleitet. Prüfung der Steuerungssysteme, okay. Prüfung der des Manipulatorarms, okay. Prüfung des internen Stabilisators, okay. Prüfung der logischen Schaltkreise, Fehler. Fehler bei den logischen Schaltkreisen, was bedeutet das? Auftragspositionserkennung außer Betrieb. Einheit ist nicht in der Lage, Bewegungen auf weite Distanz zu erkennen. Empfohlene Vorgehensweise, Einheit auf Zwischenstationen. Als Markierungen zur letzten Auftragsposition verschieben. Was passiert wohl, wenn ich die Aufträge nicht in der richtigen Reihenfolge eingebe? Einheit wird in die Station zurückgeführt, wenn das Befehlprogramm Terminalfehler enthält. Aha. Das erklärt einiges, aber was ist mit dem Fehler der logischen Schaltkreise? Logische Schaltkreise beschädigt. Im Notfall kann RW und RR-Einheit manuell gesteuert werden. Ich melde mich mal ab. Ich werde nämlich erstmal speichern. Hurra, weil wenn ich das falsch mache, wer weiß, ob das wirklich nur zurückgefahren wird. Hä? Achso. Vorbereitung zum Wechsel vom Hauptkühlventil. Ja. Das erklärt einiges. Ich werde es versuchen. Manuelle Steuerung. Die RW- und RR-Einheit muss manuell an das Ziel gesteuert werden. Die Einheit folgt den angegebenen Steuerungsbefehlen. Ist der Weg blockiert oder wird die Einheit beschädigt, wird sie automatisch an die Station zurückgeführt. Wo muss ich denn den Roboter hinschicken? Ich werde mir den Vorgang mal anschauen. Informationsanfrage zum Vorgang. Ich möchte wissen, wo ich den hydroelektrischen Magnetosphärenregulator einsetzen oder ersetzen kann. Der hydroelektrische, der HiMac, befindet sich an der Ostwand des Reaktorkerns. Er befindet sich gleich rechts neben dem Ausschalter des Hauptkühlungsventils. Und wo ist der Ausschalter für das Hauptkühlungsventil? Der Ausschalter für das Hauptkühlungsventil befindet sich in der Nähe der Ostwand des Reaktorkerns. Das Ventil wird über ein großes rotes Rad gesteuert. Das dürfte nicht allzu schwer zu finden sein, solange die rote Farbe nicht abgeblättert ist. Die RW und RR muss manuell das Ziel gesteuert werden. Die Einheit folgt den angegebenen Steuerungsbefehlen. Ist der Weg blockiert? Bla bla bla. Okay, ich denke, wir fangen mal an. Programm aufführen. Befehl hinzufügen. Oh Gott. Oh Gott, was soll ich denn da machen? Jupiter-Wellenkompilierer testen. Programm beenden. Nee. Programm ausführen. Oh Gott. Ach, daneben ist das Rad. Warte mal.
ich probiere es nochmal. Fehler, ungültiger Befehl. Kern abgeladen. Einheitssteuerungsdaten. Ah, toll. Alle Befehle löschen. Befehl hinzufügen. Oh Gott. Treiber des Uraniumstabs kalibrieren. Programm ausführen. Wie soll ich das denn machen? Ungültiger Befehl. Befehl hinzufügen. Ich mach das jetzt einfach alles mal. Ah ne, warte mal. Hä? Befehl hinzufügen. Jupiter Wellenkompilierer testen. Okay. Komm, ausführen. Was passiert, wenn ich da reingehe? Wenn ich dann jetzt verstrahlt und sterbe? Ah, Kühlmittelsteuerungskonsole. Oh. Oha. Oh Gott, die Strahlung. Warte mal, habe ich noch das Teil? Oder habe ich das jetzt dem Roboter gegeben? Ich glaube, ich habe es dem Roboter gegeben. Okay, ich glaube, ich werde hier drin sterben, wenn ich jetzt weitermache. Deswegen... die Reinigungssequenz initialisieren. Dieses Serviceverfahren wird nicht mehr gespeichert. Aktuelles Serviceverfahren laden? Ja. Suchvorgang. Update zum Sicherheit, zum Serviceverfahren ist nicht lokal verfügbar. Angemessen, allgemeine Wartungssequenz initialisieren. Na toll. Geht auch nicht. Wartungssequenz für Kühlung initialisieren. Achso. Vorbereitung zum Wechsel. Für Wechsel zum Hauptkühlungsventil. Ich mach hier weiter. Okay. Denke, ich kann jetzt anfangen. Okay, Programm aufführen. Befehl hinzufügen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wow, Leute, mir fällt es echt gerade wie Schuppen von den Augen. Das sind doch die Planeten. Der Uranus, Pluto, also Pluto ist ja jetzt kein Planet mehr, Saturn, Neptun und Jupiter. Es ist unser Sonnensystem. Merkur, Venus, Erde, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, oder? Also jetzt sind es nur noch 8 Planeten, aber früher waren es 9. Warte mal. Jupiter? Haben wir? Okay. Saturn. Uranus. Wenn es so einfach ist, ne? Neptun. Und Pluto. Pluto. Wann? Ne, ich sehe. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Ach Mann, dann war das auch wieder falsch. Warte mal, vielleicht rückwärts? Pluto? Neptun? Uranus, oder? Was war jetzt? Saturn. Saturn. Ich muss gerade wieder überlegen. Und Jupiter. Das jetzt? Tja, warte, warte. Das muss jetzt funktionieren einfach. Oh, oh! Er bewegt sich. Ich pack's ja nicht. Meep. Oh, Leute, ich bin so doof, ne? Ich bin so doof. Ich habe erst so lange gebraucht, bis ich darauf gekommen bin. Ja, super. Komm, und jetzt noch das Ventilrad zum Schluss und dann...
den Heimwerk austauschen. Mach es, Jung, mach es. Komm. Haben wir's? Na komm. Haben wir's? Okay. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt haben, aber ich werde nochmal speichern. Weil ich möchte ungern sterben, wenn ich da jetzt reingehe. Sterben wir jetzt, oder? Oh nein, wir kriegen Schaden. Ach man. Schon wegen dem Teil mit Festus gesprochen? Gibt's irgendeine andere Möglichkeit? Ja. Wenn du den Wartungsroboter steuern kannst, könnte er es vielleicht installieren. Oder du könntest reingehen und es selber installieren. Wartungsroboter? Ja, die Glatthäute, die das hier gebaut haben, wollten auch nicht verbrutzeln. Deshalb haben sie einen Roboter integriert. Damit sollen ferngesteuert und von einem Terminal in einem Raum im Westsektor aus Wartungsaufgaben ausgeführt werden. Perfekt. Das käme genau richtig. Naja, letztens hat er nicht besonders gut funktioniert. War ständig überhitzt. Aber nachdem wir ihn nicht brauchten, haben wir den Hitzeschutz auch nicht reparieren lassen. Wenn du die Steuerungscodes herausfindest und nicht so lange brauchst, macht er vielleicht, was du willst. Danke, tschüss. Ja. Zurück. Allgemeine Wartungssequenz. Wartungssequenz für Kühlung. Das hatte ich doch schon. Ich werde es versuchen. Ach, Kacke. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Bin ich bescheuert? Reparatursequenz. Mach jetzt. Ja, habe ich. Ich habe das Teil. Kühlanlagenwartung initialisieren. Ja, dann... Ah, da haben wir es doch. Meine Güte. Hauptkühlungsventil ausschalten. So, zurück zum Hauptmenü und Programm ausführen. Jetzt macht er das auch. Ich hab's eben absolut nicht gecheckt. Aber das ist so ein bisschen komisch, dieses Rätsel. Also bin ich hundemüde. Ja, ich weiß. Ich bin immer müde. Das ist furchtbar. Ich bin so müde. Ich kann mich nicht konzentrieren so wirklich gerade. Dieses Rätsel ist auch etwas komisch. Müsst ihr zugeben, oder? Na komm, mach das Ventil jetzt. Oh, was? Kampf? Nö. Warum haust du denn ab? Sind jetzt alle gegen mich? Oder was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Ich verstehe es nicht. Wo ist der? Du findest Festus da, wo du reingekommen bist. Er ist im Kontrollraum. Du kannst ihn gar nicht verfehlen. Er ist der stinkende, weinerliche Typ. Ja, er kann dir sicher helfen. Danke, tschüss. Was ist denn jetzt los? Wenn ich das abstelle, dann kann ich doch kurz... Hä? Ach so, denn... Oh Gott, ich bin so blöd, ne? Wow. Nicht mal richtig lesen kann er. Meine Fresse. Was ist denn mit mir los? Ich habe das total überlesen eben. Ich habe gedacht, ich muss das Ventil ausschalten und dann...
Ich muss das Ventil auch ausschalten, oder? Oh Mann. Wahrscheinlich darf ich mir jetzt wieder was anhören. Aber ich hab's alleine geschafft, ja. Das muss ich mal dazu sagen. Ich habe das Rätsel alleine gelöst, was eigentlich gar nicht so schwer war. Na, mach jetzt, komm. Wahrscheinlich explodiert jetzt alles. Haben wir es. 4500 Erfahrungspunkte. Wut! Das siehst du nicht, dass ich beschäftigt. Was ist denn los? Ich hab's geschafft, oder? Danke, dass du den Reaktor repariert hast. Warum schreist du mich an? Welcher? Nein, es ist nicht besser. Geh mal weg. Oh, wow, wir haben es geschafft. Das war ein Haufen Arbeit. So, dann werden wir jetzt erstmal allen die frohe Kunde bringen, dass der Reaktor wieder funktioniert. Und wahrscheinlich hasst mich Lynette jetzt wieder. Weil ich den Ghoulen helfe. Oh Mann. Warte mal, ich werde mal mit Festus. Schon zurück? Bist du falsch abgebogen? Mir war es so, als hätte ich Leute gesehen, die hier wohnen. Ist das denn so sicher? Ja, wir mögen die kleinen Strahlungslecks hier irgendwie. Die verstrahlten Ghouls mögen das wirklich. Ohne die Lecks würde sich hier keiner so richtig wohlfühlen. Kleine Lecks? Ich würde mir keine Sorgen machen, es sei denn, du willst hier mehrere Wochen bleiben. Der größte Teil der Radioaktivität, die durch das Leck austritt, geht in das Kühlwasser und das wird unter die Erde gepumpt. Das bisschen, das über der Erde austritt, finden wir sogar irgendwie angenehm. Aha. Ja, tschüss. Schon zurück? Nein, ich geh mal. Oh Mann. Bisschen krank. So, soll ich jetzt mit denen mal reden oder was? Hallo. Ich komme nicht rein. Gehst du mal? Danke. Hallo, was kann ich für dich tun? Nichts. Ich rede nochmal mit Harold. Hoch anständig von dir, uns mit unserem Kraftwerk zu helfen. Wir stehen in deiner Schuld. Was kann dieser verrückte alte Kadaver hier für dich tun? Hallo Harold, ich bin auf der Durchreise. Tschüss. Macht mal Platz jetzt. Mach mal Platz. Habe ich hier nicht noch eine Instanz, mit der ich reden kann? Nee, komm, ich gehe mal zurück nach Bunkerstadt. Ach, Kinder, ich weiß, ich sollte nicht aufnehmen, wenn ich hundemüde bin, aber es ist gerade mal wieder soweit. Ich muss und bin, ne? Sonst kriege ich hier keine Videos zustande. Ich habe die Tage sowieso schon genug Defizite gehabt, was das angeht. Och, nö. Ach, immer komme ich nachts hierher. Ist doch furchtbar. Gut, mal sehen, was er jetzt sagt, der Chef hier. Habe ich dann einen neuen Skill? Nein, habe ich nicht. Ein paar Pünktchen habe ich dazu bekommen. Machen wir mal Reden hoch. 36 Punkte, ist das normal? Das ist heftig. Ist mir jetzt scheißegal, ich gehe voll auf Reden. Ich habe keinen Bock, immer diese Dialogoptionen zu verhauen, das ist total anstrengend. Jedes Mal. Ich stelle mich so gut an. Ich versuche immer, alles durch Reden zu klären und dann kriege ich trotzdem meinen Mund gefahren von den Typen hier. Und die sagen, nein, du bist scheiße, du darfst das nicht. Anderen ja. Und dann will ich stehlen und auch das klappt nicht. Für was habe ich überhaupt stehlen genommen, den Skill? Macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, leider. Die 100% jetzt, das habe ich gar nichts von. Ich habe Reden und Handeln genommen. Das ist immer mein Ziel, die Leute zu bequatschen und dann hier reich zu werden. In solchen Spielen, da macht das immer Spaß. So, rede ich nochmal mit dir. McClure. Troy McClure, der Nachrichtensprecher. Ja, ich möchte ein paar Fragen stellen. Ich habe Geckos Werk repariert. Wunderbar. Ich war besorgt, dass das Strahlungsgebiet uns eventuell zum Umziehen gezwungen hätte. Du musst für eine gut gemachte Arbeit belohnt werden. Ja, für eine. Hier sind deine Staatsbürgerschaftspapiere. Falls du irgendwann etwas brauchst, komm zu mir. Was? Bunkerstadt siegt, Rat. Ja. Na gut, ich habe meine Bürgerschaftspapiere. Oder auch nicht. Nicht in der Tasche zumindest. Meine Güte, ich kann endlich in den Bunker. Dann kann ich jetzt das Werkzeug holen. Kann den Aufenthaltsort von Bunker 13 rausfinden. Und kann der Tochter von Vic auch das Werkzeug bringen, glaube ich. Das war ja da drin, ne?
Und dann kann ich wieder nach Gecko und kann mir wahrscheinlich... Nee, warte mal. Ich soll ihm hochklassig... Warte mal. Soll ich das ihm geben oder ihr? Weil ich brauche auf jeden Fall das Auto. Ich werde vorher speichern, dann sehen wir mal. Machen wir das so. Hallo, ich darf rein. Hallo Bürger. Endlich werde ich mit dem Titel angesprochen, der mir gebührt. Ein Bürger. Moin. Dwieb. Dwieb. Ein Computer. Oh, ich bin so glücklich. Ich kann nichts machen. Wo ist denn Wissenschaft? Das ist auf der 8. Heißt du es? Nee, auf der 7. Du lernst nichts. Du lernst nichts. Du lernst nichts? Okay. Läuft halt nicht. Dweep! Dweep, beep. Beep. Oh, hallo, du da! Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du ein neuer Bürger? Ja, ich habe mein Bürgerschaftsrecht erst kürzlich bekommen. Na dann, willkommen in Bunkerstadt, Mitbürger. Man sieht hier nicht allzu oft ein neues Gesicht. Ich bin Phyllis. Wie heißt du? Ich heiße Bruger. Was führt dich denn hierher? Ich bin die Assistenzärztin. Ich arbeite für Dr. Troy. Darf ich dich ein paar Sachen fragen? Aber natürlich, was möchtest du gern wissen? Kannst du mir sagen, wo der Zentralcomputer ist? Der ist unten auf der 3. Ebene, wenn ich mich recht entsinne. Ich war schon eine Ewigkeit nicht mehr da. Und warum nicht? Oh, ich weiß nicht. Es gibt keinen rechten Grund, in den Bunker runterzugehen. Er dient nur noch als Lagerraum. Außer Martin ist da unten keiner mehr. Und ganz unter uns gesprochen ist er nicht gerade ein Konversationsgenie. Na gut. Ich brauche jemanden, der mich heilt. Oh, meine Güte. Du bist verletzt, wie? Es tut mir leid, ich habe nicht richtig zugehört. Geh zu Dr. Troy, der kümmert sich um dich. Mach ich. Esa, moin, Troy. Was willst du mit einer Milz? Darf ich mal durch? Meine Güte. Dr. Troy, er wirkt abwesend. Hallo Bürger, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich benötige einen medizinischen Rat. Selbstverständlich Bürger, wo fehlt's uns denn? Kannst du meine Freunde behandeln? Tut mir leid, die medizinischen Einrichtungen stehen nur für Bürger zur Verfügung und in der Datenbank ist eine vollständige Patientenliste gespeichert. Mit gedämpfter Stimme. Aber die Stimpaks in den Versorgungsspinden im Untergeschoss wird schon niemand vermissen, wenn du ein paar mitgehen lässt. Okay, ich hätte noch ein paar Fragen. Ich benötige medizinischen Rat. Ich bin vergiftet. Schön, ich prüfe jetzt erstmal deine Organfunktion. Leg dich mal dahin, dann kann ich mit den... dass ich dich an den Autodoc anschließen kann. Das müsste dich wieder auf die Beine bringen. Wie fühlst du dich? Mhm. Ich habe noch ein paar Fragen. Medizinischen Rat? Andere Fragen? Heute nicht. Schade. Bin ich jetzt nicht mehr verstrahlt? Ja, ich bin nicht mehr verstrahlt. Das war zwar nicht sehr viel, was wir an Strahlung auf uns hatten, aber... Was ist das hier neben? Das ist doch ein Fehler, oder? Guck mal da rechts. Das ist doch ein Fehler im Spiel. Okay, ich soll in den Hauptcomputer, aber ich will mich hier noch ein bisschen umsehen, du. Er hat ja gesagt, ich kann mich hier bedienen. Guck mal, das ist nur Lagerraum. Geil. Wie? Die Tür klemmt. Nur ein außerordentlich starker Mensch könnte sie öffnen. Hä? Ich bin nicht außerordentlich stark. Ich habe Stärke 6. Oh, öffnen. Ha, sie klemmt. Wow, kann ich hier vielleicht aufsprengen? Ich habe ja noch ein bisschen Dynamit. Scheint verschlossen zu sein. Ach, die ist auf. War ja einfach. So, dann gucken wir mal. Oha, was ist das? Steuerungschips. Yes. Nehmen wir noch mit. Warte mal, ich werde mal kurz die Knarre weglegen, weil mich nervt das die ganze Zeit. Die Knarre raus und rein. Steuerungschips. Oha. Wie schwer sind denn die? 2 Pfund. Dann tausche ich mal kurz was. Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals wieder brauche. Die ist schon ein bisschen Gewicht hier. Weg damit, weg damit. Ne? Weg damit. Hey, wie viel Gewicht das ist. Kannst du überhaupt noch so viel tragen, Kumpel?
Erstmal den ganzen Ramsch bei dir abladen, ne? So mag ich das. Admin only. Weg mit dem ganzen Scheiß. Da. Was? Warum nicht? Warum nicht? Jetzt. Okay, also Cass ist voll, das soll ich mir merken. Brauche ich die überhaupt alle? Ich glaub's ja nicht, ne? Oh. Ah, ein Bewegungssensor, cool. Das mag ich wiederum. Ach komm, die Steuerungschips, scheiß auf die Steuerungschips. Oder? Die gebe ich dann jemand anderem gleich. Sonic. Was du wollen. So, die kriegst du mal alle. Oha, 50. Huh. Krass, was die so wiegen. Aber alle sollte ich nicht mitnehmen, das ist echt Quatsch. Ein paar, vielleicht brauche ich ja noch ein paar. Oh, ein Computersprachmodul? Was? Geh weg! Cass, ich will gerade kacken gehen, lass mich. Okay. Wo ist denn dieser Martin? Martin, Klapper. Bist du Martin? Dass der mir einfach so erlaubt, mich hier zu bedienen, ich finde das super. Oha. Ich meine, ich bin Bürger und alles, aber... Und ich finde es super, wenn nichts verschlossen ist, wenn man sich einfach bedienen darf. Das mag ich am allerliebsten. Ist das ein Spind? Nein. Ganze Menge Kisten noch. Ich finde es echt dumm, dass die Tür nicht zu öffnen ist. Wie? Hast du schon verschlossen zu sein? So. Mach jetzt auf. Mach jetzt auf. Sei nicht so verklemmt. Mach die Tür auf, komm. Die geht nicht auf. Oh, seht ihr mal. Man muss nur beharrlich genug sein. Hihihi. Wie einfach mal hinwetzt und schnell alles plündert. Ah, Steuerungschips. Wow. Irgendwann reicht's auch mal. Mit Chips. Und? Was ist das denn? Eine kleine staubige Schachtel. Ich nehme alles mit. Wer weiß, ob man es nochmal gebrauchen kann. Ja, so denke ich. In Rollenspielen. So denke ich nun mal. Ich frage mich echt, was die mit den Milliarden Steuerungschips haben hier. Warum macht die Tür hinter mir zu? Das könnt ihr euch mal echt sparen, Jungs. Oh, Mann. Habe ich denn wieder mit dabei oder hat das einer von meinen Kumpanen einstecken? Ja, natürlich. Lass du wollen. So, hast du Dynamit? Salek, ich brauche 2 Stück, bitte. Nein, du hast gar kein Dynamit. So, ich gebe dir mal alles einzeln rüber. Weil ich weiß nicht, ob er den Platz hat noch. Ja, zack. Einen Schlüssel kannst du haben. Die Karten, was soll ich mit den Karten? Ich weiß es nicht. Da, die Angst. Finde ich übrigens ein tolles Gimmick immer noch. So, ein Werkzeug kannst du haben. Wiegt auch nicht viel. Die Muni brauche ich selber. Die Mutti. So, das war's. Ist klar. Hast du noch was, Cass? Wenn nicht, hat's Vic einstecken. Ich hab doch noch Dynamit gehabt, so viel. Nee, kein Dynamit. Ach ja, wenn ich das Auto hab, habt ihr mir schon gesagt, ist alles gut. Hast du das? Du hast... Ach shit, wir haben gar kein Dynamit mehr. Ach Mann. Ein überaus starker Mensch könnte es öffnen. Ich bin aber nicht überaus stark. Ja, die Tür ist nicht verschlossen. Sie klemmt. Aber Leute, ich würde sagen, bevor wir rausfinden, was hinter dieser Tür wartet, werde ich mal den Part beenden. Ich danke euch fürs Zusehen.
und bis zum nächsten Mal mit Fallout 2. Lasst Liebe da, bis dahin.